Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier, Zippy-Doo-Blick Workers and Resources. Ja, wir üben noch, haben wir beim letzten Mal natürlich gesehen, Kohleindustrie, jetzt hat sie zumindest Strom, Betrieb hat keine Probleme, produziert auch Kohle, aber wir hatten das letzte Mal leider das Problem, dass wir die Kohle nicht wegbekommen haben. Wir brauchen irgendwie so ein Zwischenlager und so eine Zwischenverteilungsstation würde ich machen. Wenn man Rohstofflager, das ist ein richtig großes Lager, sieht man hier. Heute nehmen wir eher erstmal das kleine Rohstofflager. Da haben wir nämlich einen Anschluss, wo wir Kohle herbekommen. Wir haben einmal einen Straßenanschluss und wir haben noch wieder zwei Förderbänder, wo wir es wohl weiterverteilen können. So wie es aussieht. Und da müssen wir halt einfach ein bisschen üben. Gehen wir ein bisschen weiter weg. Wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Das eine, das ist auch schon wieder ungünstig. Das sieht man doch jetzt schon kommen, dass die Ein- und Ausgänge bei dem Teil hier blöd sind. Rohstoff beladen, entladen. LKW-Rohstoffe entladen, LKW-Rohstoffe beladen. Das ist nur so eine ganz kleine Station. Auch eine Variante, müssten wir hier LKW zwischenfahren haben. Aber ich hatte doch was gesehen vorhin. Ich weiß nicht mehr genau wo. Rohstoffspeicher. Das ist ein Rohstoffspeicher. LKW beladen. Wo war denn das? Was auch im Lagerbereich? Kleines Rohstoffspeicher. Das ist ja das gleiche. Beilager, Warenhaus, Öl, Kraft, Korn. Kornspeicher. Oh, den sollten wir auch bald bauen. Warum müssen wir den hier irgendwo hinbauen? Da sehen wir nämlich tatsächlich auch solche Anschlusswege. Guck mal, immerhin etwas, oder? Scharfe Kurve. Da kannst du, da kriegst du Plack. Wir zahlen noch ein bisschen mehr Lehrgeld. Das wird nicht das letzte gewesen sein, denke ich. Aber wir brauchen auf jeden Fall so einen Getreidespeicher hier, bevor die Ernte jetzt gleich losgeht. Wollen wir erstmal gar keine Straße bauen, können wir erstmal gucken, ob der Fabrikzuweg funktioniert. Ja, guck mal, so ist besser. Juhu. Etwas funktioniert. Wachstum 100%, 100%. Müssen wir jetzt selber sagen, ernten? Oder fängt er jetzt an zu ernten? Geld erfordert Arbeiter oder Nutzfahrzeuge, um zu ernten. Ja, also Nutzfahrzeuge haben wir ja. Wir brauchen hier wahrscheinlich auch noch eine Stromversorgung. Oh, Gottes Willen. Ich kriege ja nicht mal diese eine hier hin. Kohle. So, Rohstoffe. Kleine Rohstoffspeicher. Da ist beladen wahrscheinlich. Oder es ist egal, wo was reingeht. Also guckt von den Förderbändern her, weiß ich nicht. Förderbänder müssen auch ziemlich gerade bestimmt sein. Spannung hat er. Hier ist nichts. Kleiderindustrie, Holzindustrie, Elektronik. Vielleicht hätten wir auch mit was Leichterem anfangen sollen. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen ja alles dann irgendwie beherrschen. Kleiner Rohstoffspeicher, großer Rohstoffspeicher. Wo sind jetzt die Wege dazu? Ach, die sind hier ja auch bei der Infrastruktur. Und zwar sind es Förderbänder. Ah. So, jetzt nochmal gucken, ob man den hier wohl noch zwischengeschaltet bekommt. Da oben geht's rein, unten geht's raus, oder wie?
So brauchen wir das, mehr oder weniger. So, jetzt laufen die Förderbänder hier, oder? Hier kommt Strom an. Können wir da noch irgendwas bestimmen? Quelle sendet keine Ressourcen. Oh, das ist doch die Quelle hier. Ist auch weg. Kohle ist. Achso, hier ist alles schon angekommen. Das geht auch schnell. So, und jetzt würden wir hier noch weiter ein Kraftwerk dran bauen können, damit wir dann erstmal anfangen, unseren eigenen Strom zu produzieren. Puh. Wir hätten tatsächlich erst was anderes bauen sollen, glaube ich. Aber jetzt zu spät. Jetzt kommen wir aus der Nummer auch nicht mehr raus und jetzt wollen wir es auch schaffen. Kohlekraftwerk hier. So. Da gehen die ganzen Stromleitungen hin. Die können wir dann in unser Netz einspeisen. Und da sind die Förderbänder. Die waren ein Stück weg. Vorne kommen wir gar nicht mehr rein in das Netz, ins Stromnetz. Da müssen wir dann noch wieder irgendwas was einfallen lassen. Gut. Wenn wir hier wieder das zwischenschalten, ne? Hier würden wir dann noch so ein Dreierpunkt zwischenschalten und mit unserem da reinkommen, dann können wir auch bald anfangen, vielleicht Strom zu verkaufen. So, dann würde ich hier gerne noch zwischenschalten. Dann wird die beiden einmal raus und bauen hier jetzt einfach nochmal die Richtung ein und die Richtung ein. Da haben wir die halt erstmal. Damit haben wir ja nur zwei gewonnen im Endeffekt. Wenn man zwei baut, haben wir hier zwei gewonnen. Und wir haben hier nachher die Möglichkeit, werden wir wahrscheinlich aber trotzdem genauso machen, weil wir ja noch Abzweigungen weitermachen müssen. Aber wird von hier sogar eng. Die machen wir wahrscheinlich direkt. Straßen können wir hier die kleinen Straßen bauen, und falls da irgendwie eine Wartung stattfinden muss oder so. Ich weiß es ja nicht, warum man das braucht. So. Das alles miteinander wirr verbunden hier, ne? Wahnsinn. So, und hier sammelt sich das Ganze jetzt. Hier haben wir schon mal fast 16 Tonnen Kohle. Wenn das jetzt fertig gebaut ist, können wir eigentlich mit einem weiteren Förderband entweder wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob wir von hier weiter verteilen können. Gucken wir gleich mal. Ja, von hier könnte man auch wohl weiter. Da geht's ja rein. Hier könnte es wieder rausgehen. Aber da, ach, das war doch auch schon, glaube ich. Und nicht, dass wir das hier so sehr gedreht bekommen, das Ganze, dass es dann irgendwann passt. Dann müssen wir wieder mit solchen Zwischentüren wahrscheinlich arbeiten. So, also so oben rein. Viel zu eng. Das müsste dann hier vielleicht hin. Das wäre noch eine Idee. Wird hier platziert. Und dann müssen wir von hier darüber kommen. Aber wir kommen vom Lager nicht mehr dahin, ne? Das ist natürlich auch blöd. Na gut, das wäre, müsste, weiß ich nicht. Dann müssen wir uns das dann vorstellen. Das kommt jetzt hier rein und geht dann hier wieder raus, ne? Nicht mehr nach oben. Richtig? Jetzt würde das, wenn was produziert wird, hier hinkommen oder nicht? Strom ist fertiggestellt. Der hat aber wahrscheinlich auch keine Verbindung mehr zur Bushaltestelle, ne?
Natürlich nicht. So, dann können die Leute nicht laufen. Das heißt, wir kriegen keine Arbeiter ins Kraftwerk. Also mit diesem Thema Straßenbau und sowas, finde ich, da verzweifelt man hier so ein bisschen. Ne? Das ist ja auch, furchtbar eigentlich. Okay, kommen wir jetzt auch nicht mehr weg. Das ist nicht gut. Was ist die andere Infrastruktur im Weg? Oh, da hätten wir zumindest eine Verbindung zum Kraftwerk. Können die so weit laufen, bitte? Doch, so weit können sie laufen. Okay. Hier liegen jetzt irgendwie 16 Tonnen Kohle, ist aber auch nicht viel wert, glaube ich. Ich kann natürlich im Export mal kurz schauen. Kohle pro Tonne 23. Ja, das hilft uns auch nicht so richtig weiter. Oh, guck mal, der Drescher ist hier am Ernten. Ganz nah sieht man nichts, aber an der Entfernungsstufe sieht man, wie er erntet. Und dass da noch ordentlich ein paar Tonnen zusammenkommen wohl. Hier wird aber noch nichts eingelagert, weil Gebäude ohne Strom. Strom ist echt ein ganz zentrales, furchtbares Thema hier in dem Spiel. Denn lass uns mal versuchen, wir müssen, da sind wir ja schon runter transformiert. Wir können das auch jetzt mit so einer Leitung, die wir hier anschließen. Hier einfach mal längs gehen. Und hier so ein Umspannungswerk hinsetzen. Okay, das ist jetzt schon angeschlossen. Noch nicht ganz fertig gebaut. Doch, ist Strom drauf. Dann hat er jetzt auch Strom und kann hoffentlich einlagern. Ich will jetzt noch einen zweiten Mähdrescher kaufen, weil es gab doch einen neueren, moderneren, hatte ich vorhin noch irgendwo gesehen. Wo ist er denn jetzt? Oh, das ist der, okay. Der kann ein bisschen schneller ernten. Wir haben ja genug Felder, die hier geerntet werden wollen. Das ist wohl schon geerntet. Oh, muss. Oh Gott. Geerntete Getreide bereit zum Abtransport. 9,8 Tonnen. Da brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwie einen LKW, der uns das Zeug wegholt vom Feld. Wegen ein Stück gut. Pflanzen 9,6 Tonnen, 7,2, 1,2 Lob nicht. 3, 4, 6, 5, 8. Was? 0,3, 9,6, 5,6, 10 Tonner. Lass mal einen 10 Tonner kaufen. Fällt jetzt automatisch los. Also hier warten 9,8 Tonnen. Hier sind schon 7 Tonnen geerntet. Auch viel mehr Landwirtschaft, Leute. Wir brauchen viel, viel mehr Land. Guck mal doch, der LKW fährt los und holt jetzt das Getreide ab. Heißt, wir können bald Lebensmittel herstellen. Es sind noch 97 Leute, die hier wohnen. Da kommen wir nach. Hier wohnt echt gar keiner mehr, oder was? Zerstören. Wir könnten das nur zerstören. Da wohnt keiner mehr. Kindergarten. Wir brauchen Essen. Also das Wichtigste als nächstes ist jetzt erstmal Nahrungsmittel. Also Stromproduktion. Weiß ich nicht. Also hier sind ein paar Arbeiter angekommen. Aber hier sind auch fast keine Kohlearbeiter mehr. Das heißt, wir produzieren ja auch fast keine Kohle. Die hier irgendwo hin transportiert wird. Hauptsache nicht. Nee, das ist das, hä?
So, jetzt würde, glaube ich, gar nichts verteilt werden. Und dann lass uns doch einmal dieses Förderband hier wegnehmen, denn laufe ich dann nicht Gefahr, dass wir das falsch einlagern. Ach, da steht auch ein Gegenwert, okay. Also langsam kommt da ein bisschen Bewegung rein, Leute, aber das dauert noch. Das ist der erste Versuch und man sieht, das Spiel ist ziemlich komplex, doch recht umfangreich, auch vor allem von der Testversion Early Access. Und sehr tiefgreifend. So, ich nehme das jetzt erstmal weg. Man kann der nämlich nirgendwo anders hin. Man kann aber noch hier exportieren. Was? Wir brauchen jetzt halt nicht die Quelle, sind keine Ressourcen. Sind doch Ressourcen. Zu wenig denn, ne? Ja, was will man machen? Ganz klar, wir müssen diese Häuser wieder abreißen. Und neue bauen. Ja, unbewohnte Häuser sind für uns sinnfrei. Wir brauchen neue. Ne, das ist ein falsches. Das hier ist es, ne? Wir brauchen wieder Straßen hier vorne. Also müssen auch verbunden werden. Geht nicht. Einmal ein Stück wegreisen vielleicht. So. Dann ziehen da ja auch gleich Leute ein. Das heißt, wir, ne, in jeder Hütte kommen ja erstmal neue Leute rein. Und dann haben wir sie nämlich erstmal. Und Arbeit theoretisch ist natürlich jetzt da am Kohlekraftwerk. Und wenn das Kohlekraftwerk genug produziert, würde ich auch vermuten, dass wir dann mal irgendwann anfangen, Strom zu produzieren. Aber dafür brauchen wir natürlich viel mehr Arbeiter hier in der Kohleindustrie. Die, glaube ich, kriegen wir jetzt. Das ist auch mittlerweile komplett leer. Hier wohnt niemand mehr. Ist nicht ganz so schlimm. Würde ich auch noch abreißen, logischerweise. Macht keinen Sinn, das aufrechtzuerhalten. Da kommt wohl erstmal nicht so die Nachfrage, dass es schnell wieder bedient, also hier gedeckt wird. Fußgängerwege hier machen jetzt auch keinen Sinn. Da hat uns die Straße jetzt kaputt gemacht. So. Denn was wir brauchen, ist natürlich jetzt auch Lebensmittel. Die Leute müssen hier was zu essen kaufen. Das scheint auch, ne, gar nicht mal so unwichtig zu sein. Stromnetz ist schon mal ziemlich gut. Also wir könnten hier noch ein neues Wohnhaus mit anbauen, damit wir da noch mal ein bisschen Nachfrage oder generell ein paar Leute in die Stadt kriegen. Dann müssen wir Kindergarten, Herbergen, Plattformen und Terminals. Wir haben ja später auch die Möglichkeit, die Leute zu transportieren im Zug. So, naja, das ist viel zu groß für viel zu wenig Arbeiter eigentlich. 20, 40, 60, 75. Wir haben schon, glaube ich, das eine erwischt mit relativ vielen. Hier passen auch viele Leute rein. Das ist auch mal hier hinklatschen. Das dürfte ja hoffentlich auch noch passen mit der Verbindung hier, mit dem Fußweg und so weiter. Und, ja, wir wollen wieder nicht zu lange machen, liebe Leute. Ich würde sagen, nächstes Mal machen wir weiter und dann werden wir mal in den Bereich Lebensmittelherstellung reingehen. Weil hier wird schon wieder angepflanzt. Hier liegt noch ordentlich was zum Abholen. Wir haben jetzt hier auf Lager immerhin schon mal 17 Tonnen Pflanzen. Die Pflanzen wollen jetzt weiterverarbeitet werden. Da können wir noch kurz zeigen. Wir haben dann in der Lebensmittelindustrie den nächsten Bereich. Da können wir 20 Tonnen Essen herstellen. Er braucht maximale Produktion 42 Tonnen Pflanzen. Umweltverschmutzung ein bisschen. Brauchen natürlich wieder Strom. Strom haben wir jetzt hier schon mal. Und da haben wir auch noch Saft über, glaube ich. Weil das hier verbraucht nicht so viel. Ich glaube, wir kriegen das miteinander verbunden. Das werden wir jetzt hier uns die Lebensmittelindustrie vorstellen. Fleisch kommt später. Brauchen wir Vieh und so. Haben wir jetzt noch nicht. Kneipe, Brennerei, Lebensmittelmarkt. Also gut, wir müssen erst eine Nahrungsmittelfabrik.
Und in der Stadt müssen wir einen Lebensmittelmarkt herstellen. Ja. Guck mal, wenn wir das hier noch hinkriegen. Das hat ein paar Industrieausgänge. Fußgänger. Also den sollten wir hier noch irgendwo hinsetzen. Kostet echt Geld. Aber ermöglicht, dass wir direkt vom Silo eben, ne, mit diesem Warenausgang, müssen wir glaube ich sogar, in die Produktion reinkommen. Und dann müssen wir bestimmt wieder irgendwo einen Umschlagplatz machen für das Ganze. Das ist bestimmt zu kurz, zu nah dran. Kann sein, dass wir ein Feld wegreißen müssen, wenn nachdem das geerntet worden ist. Diese ja, Versorgungswege sind ja immer knapp und man kann nicht genau sehen, wie tief die sind. Wenn sie nah beieinander liegen, dann glaube ich, ist es nicht das Problem. Also ne, vom Höhenunterschied, eigentlich wenn kein, so gut wie kein Höhenunterschied da ist, dürfte es kein Problem sein. Und ja, ob wir das Ganze hier angeschlossen kriegen, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, unterstütze mich doch gerne mit einem Like. Zeigt dir, dass ihr noch ein paar mehr Folgen von diesem Projekt sehen wollt. Ich würde mich freuen und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.